Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann seine ganz persönliche Traumelf vor. Ich bin Peter Gagelmann und das ist meine Traumelf. Ja, man beginnt eigentlich immer im Tor und das möchte ich auch machen. Man nennt ihn auch die Katze von Paloma. Ich nenne ihn eher einen der wirklich besten Assistenten in Deutschland, in der Bundesliga, im Profifußball. Matthias Anklam, der bei mir seit 12 Jahren auch mitfährt in meinem Team. Und da bin ich froh und stolz drüber. Den setze ich ins Tor, weil ich weiß, er ist wirklich ein verdammt guter Torwart gewesen. Auch wenn viele meinen, der ist viel zu klein. Aber deswegen die Katze von Paloma, vom USC Paloma, Matthias Anklam. Man beginnt dann immer ja, mit dem linken Verteidiger, den keiner spielen will. Da habe ich einen Allrounder genommen. Ja, eine Legende in Bremen, ganz besonders beim ATSV Sebertsbrück, Thomas Vetter. Ich glaube, das ist der einzige, den ich kenne, der jemals mit Pelé trainiert hat. Und jeder, der das nicht glauben mag, es ist so. Er hat früher in der Jugend ein Trainingslager in Brasilien gewonnen, weil er ein verdammt fantastischer Fußballer ist. Und hat mit Pelé trainiert. Also auf der linken Verteidigerposition. Und Thomas Vetter ist einer, der kann alles spielen. Der geht sogar ins Tor. Deshalb linker Verteidiger Thomas Vetter. Daneben in der Innenverteidigung von der TSG Seckenhausen Philipp Emde. Ein Riesentalent. Das sagt zumindest die Mutter. Deshalb Philipp Emde in der Verteidigung innen. Daneben ja, Lothar van Waden vom SC Uwe Gönne, soll zu seiner Zeit ein Raubein gewesen sein. Ich habe ihn nie erlebt. Ich kenne ihn nur auch als Schiedsrichter mit Leidenschaft dabei. Und deshalb in der Innenverteidigung Lothar van Waden. Rechter Verteidiger, da kann ich Ihnen sagen, ich kenne keinen, der so hart in die Zweikämpfe geht. Finn Grunwald vom ATSV Sebertsbrück. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht gegen den spielen brauche. Ja, im Mittelfeld. Im Mittelfeld auch ein Spieler, der wirklich, und da gibt es nicht viele weltweit, glaube ich, der rechts wie links spielen kann. Waldemar Klatt, genannt Waldi, die Gazelle im Mittelfeld. Unglaublich, wenn der Strafstöße schießt, dann weiß keiner, schießt er mit rechts oder mit links. Muss man wirklich mal erlebt haben. Also, Waldi Klatt im Mittelfeld auf der linken Seite. Daneben, ja, Andi Probst. Ich kenne keinen, der in der Telefonzelle mehr Spieler umdribbeln kann. Gebürtiger Magdeburger, eine Legende auch bei uns im Verein, im ATSV Sebertsbrück. Den sollte man erleben. Andi Probst. Ja, daneben, ich habe zwei Brasilianer mit in meinem Traumteam. Der eine ist Toto Totinho Kienhöfer, Thorsten Kienhöfer, bekannt natürlich aus der Bundesliga, vom SC Konstantin. Den sollten Sie mal erleben beim Fußballtennis. Ein Erlebnis, wie der sich ärgern kann. Ja, dann haben wir im Mittelfeld rechts ein Laufwunder hier aus Hamburg vom Mümmelmannsberger Sportverein, den Patrick Ittrich, auch jedem bekannt, Schiedsrichter in der zweiten Liga und Assistent in der Bundesliga. Wirklich ein verdammt guter Fußballer und deshalb auch im Mittelfeld. Ja, im Sturm habe ich zwei wirkliche Granaten. Zum einen meinen zweiten Brasilianer vom TSV Buchholz 08, Sascha Tilatinho Tilat. Die Buchholzer kennen ihn mit Sicherheit aus den legendären Spielen beim Neujahrsspiel. Ich glaube, die letzten 5 Jahre hat er immer das erste Tor geschossen, aber die Mannschaft hat immer verloren. Aber Sascha Tilat, wirklich eiskalt vom Tor, den besten Linksfuß, den es in Deutschland gibt, glaube ich. Ja, und dann habe ich vorne im Sturm, ich würde ihn nicht wirklich als Laufwunder bezeichnen, Thorsten Ribo-Rischbode, unser Schiedsrichterobmann in Bremen. Aber jemand, der einen Torjäger mal wirklich erleben möchte, der sollte dringend mal in Bremen zur Trainingsgemeinschaft kommen. Es sind nicht mehr als 10 Schritte, die er macht. Aber wenn er den Ball kriegt, das ist unglaublich, der geht immer rein. Ja, meine Traumelf, für den einen oder anderen vielleicht überraschend und interessant. Aber
Ich denke, die kann es mit jedem aufnehmen. Jawohl. Vielen Dank, Peter Gagelmann. Hallo Sven, hallo Timo. Ja, eine durchaus interessante Mannschaft. Sebeitz Brücker dabei, Schiedsrichter dabei, keine Weltstars dabei, so kann man es ja sagen. So kann man sagen, also persönlicher geht eine Traumelf einfach nicht. Sehr, sehr viele natürlich aus persönlicher Verbundenheit aufgestellt, also sein Assistent Anklam, dann Kienhöfer, der jedem ein Begriff sein sollte. Der Rest eigentlich bestückt mit Nobodies. Ja, den Etrich kenne ich auch noch aus der letzten Saison, als wir dann noch zweite Liga spielen durften. Ich hätte es fast noch lustiger gefunden, wenn noch mehr Schiedsrichter da drin gewesen wären und hätte diese Elf dann auch gerne mal spielen sehen, weil das würde mich schon mal interessieren, ob der ein oder andere von denen überhaupt so richtig mit dem Ball umgehen kann. Also von Anklam schwärmt er ja sehr viel, also ich wäre auch sehr, sehr gespannt natürlich. Und fit sind die Schiedsrichter allemal, das hat Peter Gagelmann ja auch bei uns im Interview gesagt, also die trainieren jeden Tag. Power ist doch ordentlich in den Beinen. Ob sie schießen können, wissen wir allerdings nicht. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Timo. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Peter Gagelmann und an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.